So ein bisschen Lars Ricken 1997 zum Vorbild genommen? Ja, schon. Ja, kann man sagen. Ich freue mich so auf das Spiel und ich hoffe, wir gewinnen heute. Ich freue mich auch auf das Spiel, weil ich das zweite Mal im Stadion bin mit meinem Freund. Und ja, ich glaube, die Dortmund gewinnt 3-1. Worauf freut ihr euch am meisten heute? Auf Tore. Flott nach vorne und schnelles Passspiel und Tore, Tore, Tore. Das habe ich auch nicht gesehen, ob das so drin war, ehrlich gesagt. Ich habe nur so gehört, wie die Menschen so laut waren. Ich drehe kurz, auf einmal bin ich auch losgelaufen. Das war auf jeden Fall unglaublich. Überragend. Also Muki macht das erste Ding. Ich glaube, nimmt er viel Risiko, trifft er den gut und dann geht er unter der Latte rein. Zweite habe ich von Erdin bekommen, dass der Torwart immer bisher, sage ich mal, vor 16er so steht. Am Ende habe ich gesehen, dann einfach gechippt und dann war das drin. Ja, das war sehr schön. Hast du ein bisschen Lars Ricken 1997 zum Vorbild genommen? Ja, schon. Ja, kann man sagen. Am Ende sind wir so auf das vierte Tor so gegangen. Ich hatte noch einen zu 100%, aber ist leider nicht reingegangen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir wussten, dass das eine eklige Mannschaft ist, dass sie viele lange Bälle provozieren und viel über den Kampf kommen. Ich glaube, das haben wir akzeptiert, das haben wir dann souverän heute gemeistert. Du hast, kann man wirklich sagen, einen richtigen Lauf aktuell. Wie sehr genießt du das? Ja, ich genieße es sehr, weil letztes Jahr, sage ich mal, ich war oft verletzt. Und ich glaube, ich bin nur glücklich, dass ich jetzt so verletzungsfrei so geblieben bin. Und ja, am Ende, wenn du so verletzungsfrei bleibst, kommt alles so von alleine. War zweite Halbzeit so ein bisschen dafür da, um auch ein bisschen Kräfte zu schonen? Also ich finde nicht. Ich glaube, wir mussten trotzdem konzentriert bei der Sache bleiben und aufpassen, dass wir keinen fangen. Wir wollten unbedingt zu Null spielen und ja, wie gesagt, das haben wir dann gut gemeistert. Einen hast du dir gefangen an der Nase? Was ist da passiert? Ja, ich glaube, ich habe die Ferse vom Spiel abbekommen und deswegen, ja, passiert. Aber nichts Schlimmes hoffentlich. Nee, gehört zum Fußball dazu. Letzte Frage, was ist jetzt noch drin in den nächsten beiden Spielen für dieses Jahr? Ja, wir wollen so 3 Spiele, 9 Punkte holen und dann am Ende schauen wir mal, wo wir stehen.